Hallo und willkommen zurück zu Minecraft mit dem KevChef 88. Rufen Sie jetzt an. Ja, hallo Süßer. Was hast du denn an? Soll ich mich wieder ausziehen, Kevin? Nein, ach nein, bitte nein. Das hatten wir. Kannst du nicht deinen komischen Krümel weghalten? Hey Marc, hatte eigentlich das Krümelmonster eine Briss? Eine was? Eine Briss. Was? Eine Briss. Was hat er? Eine Beschneidung. Was hat er für eine Sprache? Das ist halt aus dem jüdischen Glauben ein Ritual, das kurz nach der Geburt eines männlichen Säuglings geschieht. Ja, das weiß ich auch. Aber die Sprache, die kenne ich nicht. Ja, keine Ahnung, ob das Jiddisch ist oder ob das... Ja, da kennt sie Anna aus, ey. Ja, na, das wird schon Jiddisch sein. Sowas wie Boserist. Boserist kennst du, ne? Das war Holländisch. Ja, also Jiddisch, da ist viel... Also da ist Hebräisch drin, das ist Holländisch oder vielmehr Plattdeutsch, glaube ich. Wobei... Holländisch und Plattdeutsch, das kommt ja alles vom Mittelniederdeutsch und bla bla, also ne, ist eine Mischpoke. Und was war da noch drin? Ich glaube, ein Anteil romanischer Sprachen ist da auch noch drin. Also Jiddisch ist halt so ein Konglomerat verschiedener Spracheinflüsse. Boah, da habe ich direkt mal Schluck auf, ey. Bei so viel geballtem Wissen ist das verständlich, natürlich. Oder in dem Apfel war was drin, ey. Vielleicht habe ich einen Wurm mitgegessen, ey. Proteine. Kann man nichts sagen. Boah. Lecker Wurmschiss. Boah. 8 mal 3 sind 24. 12 habe ich noch. Dann brauche ich noch 12. Kevin, du machst jetzt mal die Fabrik da fertig, damit ich mal umziehen kann. Ja, sofort. Ich backe ja gerade noch Ziegel, dann Boah, wir bräuchten noch mehr Overclocker. Ja, das ist richtig geil, ey. Die sind echt geil. Oh, aber das ist mir zu aufwendig, ey. Boah, wir haben ja hier dieses Fabric of Reality. Das würde ich ja gerne zum Bauen verbrauchen. Aber das haben wir... Davon haben wir so wenig. Du kannst doch nochmal in das Ding rein. Oh, nö. Das Fabric of Reality, das ist einfach nur schwarz. Oder das hier... Guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Block da setzt, dann denkst du einfach, das ist ein Loch. Cool. Und deshalb in den Dimensional Doors, da wo wir waren, in den Dungeons, da ist quasi teilweise so Flächen, da ist der Boden ganz schwarz, nur der besteht ja zum einen Teil aus diesem Fabric-Zeug und zum anderen ist das wirklich ein Loch. Wie assi ist das denn, ey? Ich weiß gar nicht, ob man das Zeug, ne, kann man nicht abbauen, alles klar. Vielleicht mit Silk Touch, aber so nicht. So, Eisen haben wir genug. So, die anderen... Alter, jetzt klotzt mir die Öfen, hallo. Ja, hallo, ich brauche Material. Du willst doch dein komisches... Du willst doch deine Fabrik haben. Aua. Ich habe die Luke schon aufgemacht, Marc. Ich muss dich nur einmal schlagen und du fällst in die Lava. Warte. Ich mach die Luke ja schon wieder zorn. So siehst du aus. Hast du Angst vor nackten Krümelmonstern? Ja, so ein bisschen schon. Zu Recht. So, ich brauche noch Ziegel. Das heißt, ich brauche Lehm. Das heißt, ich muss in den Sumpf. Ja, gleich. Man macht in unsere Ressourcenkiste. Boah, das läuft schon richtig. Wir haben schon voll viel Eisen, ey, und voll viel Kohle. Und schon 7 Uran, Junge. Wir haben 7 Uran schon durch die Quarry bekommen. Das heißt, ein Atomkraftwerk kann euch richtig voll powern. Cool. Echt Kohl, ey. Ach, fuck. Dann eine Schaufel. Ich kann schon mal Uranzellen machen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Uran.
Ah, du fliegst gleich mal bestimmt voll in die Luft, ey. Könnte passieren. Near depleted. Uraniumzelle. Ein empty cell und ein refined Uranium. Wie macht man das denn? Mit einem Uraniumblock. Und den macht man mit 8 refined Uranium. Und den macht man mit einem Uraniumblock. Ja, Hammer. Das bringt mir natürlich mega weiter. Kann man Uran in den Ofen? Da passiert nichts, wa? Uran in den Ofen packen. Na, irgendwie muss das da klappen. Ah, da. In den Kompressor. Wenn du Uran in den Kompressor packst, dann kommt da ein so ein refined Uran aus. Ich wette, wenn die damals das Uran einfach in den Ofen gepackt hätten, wäre Tschernobyl nie passiert. Ne. Daran wird's gelegen. So. Die blöden Ukrainer, ey. Ein paar Dinger. Mhm. Mach mal so ein paar Dinger. Ein paar Uraniumblöcke. Dinger. So, erstmal hier die Nuklear-Chem. Marc, das Wort heißt Nukular. Bitte. Wir haben einen Bildungsauftrag. Achso, ich bin auch blöd, ey. Warum diesmal? Ich hab falsch gebaut. Achso. Ja, willkommen im Club. So. So, 3 Reaktor-Chambers. Nuklear-Reaktor. Generator. Boah, was du dafür das brauchst, ey. Und dann immer diese scheiß Bandwurm-Dinger, da gehen mir richtig auf den Sack. Du klickst ein Ding an, da kommt dann ein neues Rezept, dafür brauchst du wieder 5 Teile. Mhm. Boah. Nuklear. So, ich baue erstmal das hier oben. Erstmal das hier. 4 Kupferkabel, 2 Redstone, 1 Refined Iron. Kupferkabel hab ich zu wenig. Dann machen wir noch schnell welche. So. Kupferkabel. Redstone brauche ich noch. Redstone. Das. So, das haben wir. Dann brauchen wir 2 Glowstone, 4 Redstone und 2 Lapis. Lapis haben wir. Das haben wir und Glowstone. So. Zack, zack. Das in die Mitte. So, Advanced Circuit haben wir. Perfekt. Dann noch die Generator habe ich noch. Iron Furnace. Iron habe ich irgendwo hier gerade gehabt. Da. So. Iron Furnace. Die habe ich, glaube ich, noch. Zinn. Da habe ich, glaube ich, auch noch. 2 Redstone brauche ich. Kupferkabel habe ich noch. Perfekt. Zack. So. Dat. 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 Generator. Reaktorchamber. Wir haben unseren Nuklearreaktor. Yeah, Kevin. Jetzt musst du den noch gleich bestücken und aufbauen. So, weil wir haben auch schon die Reaktor-Chamber. 6 Stück. Hervorragend. Also, wir haben quasi alles für unser Atomkraftwerk. Du musst es nur noch befüllen. Und aufbauen. Ach ja. Und schon 11 Refined Uranium. Wie macht man eine Uranzelle? Habe ich schon noch vergessen.
Wie macht man jetzt eine Duale? Okay, mit 2. So, Empty Cell haben wir noch ein paar. Das ist schon mal supi. So, dann klaue ich mal die Overclocker wieder. Damit das Thema fixer geht. Empty Cells habe ich noch gesehen. Da haben wir ein paar. Okay, dann haben wir noch ein paar neue. So. Und fertig. Zack. Zack. Socke. Ach du Scheiße. Kacke. Was los? Ich habe mich nicht in die Luft gesprengt, aber die Dinger sind nicht stackbar. Ich habe jetzt hier ganz viel Uranzellen gemacht. Das ist natürlich semi-cool. Wo packe ich hier mal rein? So. So. Okay, wen haben wir schon? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ich glaube 16 Uranzellen. Das ist ja bombastisch. Kann ich dich damit bewerfen? Hast du die Overclocker? Wäre geil, wenn er explodieren würde. Nee, gar nicht mal so. Ey. Bist du verstrahlt? Nein. Schade. Ne, ich hab die Overclocker nicht. Die habe ich irgendwo reingepackt gerade, ich weiß auch nicht mehr wo. In der Maschine, nicht in die Kisten. So. So. Ach da. Das haben wir erledigt. Perfekt. Hier läuft auch alles. Es ist Nacht, Kevin. Ja, ich weiß. Willst du schlafen gehen? Nein, ich gucke mir jetzt seine Fabrik an. Ach so. Ja, da habe ich ja noch nichts gemacht. Ich fahre jetzt erstmal nur Leben sammeln. Boah, du hast noch gar nichts gemacht. Hab ich doch gesagt. Boah, du bist morgen noch nicht fertig, ey. Ach, deine Mutter ist morgen noch nicht fertig. Ah, Spinne. Tschung. Unser Quarry ist schon ganz schön tief, ey. Ich gucke. Da sind auch ganz viele Zombies drin. Werden die eigentlich von der Quarry gekillt? Ich glaube nicht. Bin mir aber nicht sicher. Das Problem kommt erst, wenn der auf Lava stößt, weil der Blöcke unter Lava nicht abbaut. Deshalb müsste man da einfach Okay. eigentlich das Ding unter Wasser setzen. Aber da passt ganz schön viel Wasser rein. Schon so ein bisschen. Deshalb habe ich die letzten immer über den Fluss gebaut. Weil dann reicht das mit dem Wasser. Egal. Ohne Scheiß. Die läuft schon. Wunderschön. Aber viele Monster hier sind. Was ist denn hier los? Voll die Monsterparty. Scheiß die Wand. Boah. Zu weit geflogen. So. Kann ich eigentlich schon mal hier ein bisschen abbauen, wa? Aber das ist natürlich mehr Scheiß, die ganzen Kisten, ey. Wie sollen wir die denn umziehen? Ja, ich würde sagen, das machen wir dann irgendwann mal offscreen, wa? Den ganzen Scheiß einzeln rübertragen. Boah. Ich möchte aber auch meine Lavafabrik noch nicht abbauen, sonst läuft ja die Quarry nicht. Noch nichts. Erstmal Tiere füttern.